Servus und willkommen zu einer neuen Folge von DragTech 3. Ja, ich schaue mir momentan die Tische an, damit ihr nicht seht, was wir alles gemacht haben. Denn ich habe vom Jürgen, also vom Brotus und vom Rohrschneider Hilfe bekommen. Und wir haben diesen Hügel hier geplättet. Diese Baustelle hier ausgehoben. Das ist der Umriss von meinem Haus. So, und dann wollten wir eigentlich Holz holen aus dem Wald oder sonst wo. Und dann hat ein Creeper gemeint, er muss mal einen großen Baum etwas ankratzen, dass der scheiße ausgeschaut hat. Da habe ich mir gedacht, okay, dann bauen wir den Baum ab. Und das Beste war, ich bin gestorben, als wir beim Stamm runtersetzen waren, weil ein Blatt unter mir decayed ist, dass ich runtergefallen bin. Man sieht auch noch hier meinen Todespunkt. Ja, wir haben auch noch ein paar Bäumchen angepflanzt, dass wir Holz zum Nachzüchten haben. So, und jetzt seht ihr mal, was wir alles aus diesem kleinen Loch da geholt haben und aus den Bergen. Eine Kiste, zwei Kisten, 2,5 Kisten Erde, ein bisschen Erz, ein bisschen sonstigen Scheiß. Noch ein bisschen mehr sonstigen Scheiß. Steine. Mehr Steine. Und das ist alles in einem so einen großen Baum. Da ist Holz da. Und das Holz auch. So. Dann haben wir natürlich die ganze Zeit Bären hingesetzt, dass wir da mal an was Vernünftiges zum Essen kommen. Und einen Apfelbaum, weil wir haben einen Apfel bekommen. Und dann habe ich noch gepflanzt. Geht ganz einfach so machen. Dann kommt da ein Apfelbaum von Growthcraft. So, was will ich heute in der Aufnahme machen? Also als erstes mal, wie gesagt, wir haben diese Werkzeuge hier. Ich habe sie nicht hochgeschraubt, sondern also verbessert. Sondern ich habe nur abgebaut. Meine Flint Hatchet. Ihr glaubt gar nicht, wie oft, dass man die dann reparieren muss. Ist jetzt auf Grandmaster. Meine Spitzhacke ist auf Legendary. Das heißt, mein nächstes Level kriege ich erst mit 999 weiteren Blöcken. Meine Schaufel ist auf Heroic. Das heißt, mit 1043 kriege ich da mein nächstes Level. Also einfach nur extrem. Und da habe ich mir gedacht, naja, jetzt musst du dann demnächst mal anfangen, eine Schmelze zu bauen. Dass du dann mal deine Sachen updaten kannst. Und dann habe ich mir jetzt, ein wenig Grout hergestellt. Macht man aus jeweils ein Drittel Lehm, Sand und Kies. Haben wir ja genügend im Loch gefunden. Also hier ist noch ein bisschen Sand übrig. Da muss ich demnächst auch noch ein wenig rumsuchen und was finden. Da ist Lehm. Wie gesagt, alles in dem Loch da drin. Kies war da auch genügend drin. Gut. Dann ziehe ich mal das ganze Zeug raus. Und dann fangen wir mal an, die Schmelze zu bauen. Klack, klack, klack. Und Blöckchen. Noch ein. Und noch ein. So, das heißt jetzt, wir machen erstmal das. So, und dann heißt es jetzt, bevor ich jetzt dann soweit bin, ich habe davon auf jeden Fall 8 da. Sehr gut. Wenn die dann durch sind, kann ich dann meine ganzen Sachen machen. Ach, genau. Und dann gehe ich mal hin und brauche etwas Clay. Ihr seht schon, ich habe da schon irgendwas vorbereitet mit Carpenter's Block und Scaffolds. Scaffold baut man mit Stick, Stick, Stick und Holz. Oben hat man Scaffold. Und ein Carpenter macht man mit einem Brett und lauter Sticks rum. Und dann hat man den Carpenters Block. Davon, glaube ich, kriegt man 5. Davon kriegt man 4, glaube ich. Werden wir auf jeden Fall noch sehen. Ich zeige ja euch die Rezepte. Aber ich glaube sowieso, dass die meisten die Rezepte schon kennen. Gut. Was will jetzt der kleine Held hier machen? Er will eigentlich einen Tank bauen.
Aber er muss warten, bis die zwei Öfen durch sind. Und dann müssen wir mal auf die Suche gehen. Ich glaube, das war in die Richtung, wo die Lavaquelle ist. Ach genau, ich kann mir mal, ich habe doch bestimmt noch meinen Karten hier rumfliegen. Hier drin ist keiner. Hier drin ist auch keiner. Ah, da unten ist einer. Man braucht 3 Stück für 2. Also das heißt 6. Am besten auch so. Klack. Dann hat man 4. Dann habe ich eine Wolle. So, mit 5 macht man gar nichts. Ich brauche nämlich 6. Und eine Wolle und ich habe meinen Scoop. Und jetzt werden sich einige fragen, wieso jetzt schon ein Scoop? Ganz einfach. Das sind genügend Bienchen, die wo endlich weg müssen. Oh, es war nicht mehr. Schade. Dann schmeiße ich mal dieses Bienchen hier rein. Ja, die Honeycombs brauche ich ja dann später, um mir eine Kiste herzustellen, dass ich die Bienen auch aufräumen kann. So. Immer diese Gähnerei. Ich kriege irgendwann noch ein Graus. Kennt ihr das, wenn man viel redet, dass man gähnt? Also, mir geht es mittlerweile auf den Zeiger. Aber was will ich dagegen machen? Ich kann nichts dagegen machen. Falls jemand einen Trick dagegen hat, der kann es mir mal in die Kommentare schreiben. Hätte nichts dagegen. So, ich habe mir doch Clay geholt. Da hätte ich gesagt, mache ich mir mal 8 Stück gleich. Brauche ich sowieso sehr häufig. Am Anfang, bis ich es richtig Eisen habe, und zwar ungebrannte Eimer. Weil pro Lava ist immer ein Eimer, geht immer ein Eimer drauf. Okay. So, dann hätte ich gesagt, dann mache ich mir mal schnell, also einmal, die Smeltery Controller. Ja, das ist leider der falsche Mod. Dann brauche ich 2 Drains am Anfang. Müsste das reichen? Dann brauche ich 2 von den Faucet. Kommen jetzt mal alles hier rein. Drain, Controller, Faucet. Und dann habe ich den Tisch. Dann habe ich das Bazaar. So, dann brauche ich von dem jetzt das Glas. Und zwar 1 und einmal außenrum. Und ich habe den Searage Tank. Den lasse ich gleich einstecken, weil den brauche ich jetzt dann gleich. Oh, es wird schon wieder dunkel. Aber das Glas schmeiße ich mal hier rein. Jetzt bin ich gerade beim Überlegen, ob ich was vergessen habe. Ich habe die 2 Ausgänge. Ne, das passt eigentlich alles. Ich werde am Anfang jetzt erst einmal die provisorisch aufstellen. Die Smeltery, die wir dann irgendwann mal umziehen. Und du erschreck mich nicht so. Bist wohl wahnsinnig. Okay. So hätte ich gesagt, ich habe jetzt ein wenig was. Baustelle habe ich noch markiert. Das heißt, ich kann mal loslaufen und mir Lava suchen. Muss nur auf die grünen Kollegen ein wenig aufpassen. Ich glaube, die war, wo ich auf dem Baum gestanden bin, war die da hinten. War's hell? Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu weit renne oder zu schnell renne. Vor allem, ich habe nichts zum Trinken dabei, merke ich gerade.
Auch sehr sinnvoll, loszulaufen ohne trinken. Oh, da ist was. Da ist gleich mal die Lava daneben. Sehr schön. So, ja, ich habe sowieso keinen Platz. Dann lassen wir die erstmal stehen. So, dann stelle ich hier den Secret Tank auf. Eimer Nummer 1 und rein. Eimer Nummer 2 und rein. 3 rein. 4 rein. Tank abbauen. Gut ist. Okay, dann heißt schon wieder zurück. Ging ja schnell. Hat einen Vorteil, wenn man eine Lavaquelle da hat. So, ich setze mal mein Männchen, ist jetzt ein bisschen warm. Nö, es geht eigentlich sogar. Dann hätte ich gesagt, ich stelle jetzt erstmal die Smeltery hier auf. Aber ich tue jetzt erstmal die Scheiße da weg. Ist ja eklig. So, dann hätte ich gesagt, ich mache mal noch so viele Cirrid Bricks, wie es überhaupt geht. Das Schlimme ist, ich habe keinen Sand mehr. Das heißt, ich muss mir jetzt mal das da wegräumen. Habe ich Erde einstecken? Natürlich nicht. Warum sollte ich Erde einstecken haben? Aber ich habe genügend in der Kiste. Das heißt, ich kann nach unten buddeln. Und das Zeug rausholen. Es wird nur irgendwann lustig, weil irgendwann muss ich Sand suchen gehen, damit ich auch meine Fenster dann bauen kann. So, das muss jetzt dann reichen. So, das heißt, ich habe noch Lehm einstecken, ich habe Kies einstecken. Seht ihr gleich doch das Rezept. So, klack. Und dann haben wir wegen Crowd. Ah, seht man sogar, es sind sogar 64 Stück. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal Kohle. Kohle müsste da sein. 8 Stück. Einwandfrei. Du kommst da rein. Und du kommst da rein. Ja, und fall mal runter. Hält. Okay. Dann hätte ich gesagt, ich muss sowieso meine Spitzhacke nochmal, meine Schaufel nochmal reparieren. Das heißt, ich kann auch wegen die Erde raus, das Ding raushauen. Dann mit Erde nachbessern. Sehr schön. So, ich vermute mal, wie gesagt, ich nehme ja immer noch im Voraus auf. Wie gesagt, ich muss mindestens 1 bis 2 Wochen immer im Voraus haben. Sonst passiert das, was die ganze Zeit immer passiert ist. Ich habe keine Videos und komme nicht dazu, weitere zu produzieren. Beziehungsweise zu schneiden oder sonst was damit zu machen. Wie gesagt, zur Info für euch. Wenn jemand fragen wollte, dieses Modpack wird es zum Download in Anführungszeichen nicht geben. Denn, wie gesagt, ich habe nicht die Rechte von den ganzen Modern, dass ich daraus ein öffentliches Pack machen möchte. Wenn sich jemand hinhocken möchte, und für mich bei jedem Modder anfragen würde, um zu sagen, wir hätten dann ein geiles Pack, könnte das Dragtech Pack nicht auf irgendeinen Launcher oder hast du nicht gesehen, kann er das gerne machen. Es sollte nur Englisch können und meiner Meinung nach auch ein bisschen älter sein. Der kann sich gerne per Mail an mich richten. Da hätten wir nichts dagegen.
Und ja, wie gesagt, es wird dann demnächst eine Modliste erscheinen. Wie gesagt, wir müssen auch die Mods rausschreiben. Versionen weiß ich nicht, ob das einen Sinn macht. Glaube ich nicht, dass ich das rausschreiben werde. Äftel dann noch die Links zu den einzelnen Seiten, wo wir sie haben. Meistens mittlerweile CurseForge. Ja, und dann wird es irgendwann entweder per GitHub oder Dropbox die Config-Liste geben. Und dann habt ihr ja auch das Modpack, so wie es ich habe. Und ja. Aber wie gesagt, das wird noch ein wenig dauern, weil, wie gesagt, jetzt muss ich erstmal ein wenig draufhauen, dass ich insgesamt erstmal an die Sachen rankomme. Und jetzt sind wieder die Seeds weggeflogen. Wenn man nicht aufpasst, wo sie hinfliegen, wächst hier das Zeug schneller nach als Unkraut. Echt, das ist der Wahnsinn. So, super, genau neben dem Apfelbaum baue ich mal schnell eine Smeltery auf, ist klar. So, und jetzt seht ihr gleich von Tinkers eine Neuigkeit. Ich hoffe, dass ich so viel Kraut auch produziere. Seht ihr? Jetzt ist der Seed von oben nach unten gefallen, da war es Erde und plopp ist schon wieder ein Seed rausgekommen. Und das reicht in 100 Jahren nicht. Na, es kann sein, dass ich es jetzt dann gleich nochmal verkleine. Und so viel Grout werde ich auch nicht haben, dass ich den Rest auch noch bekomme. Naja, ich hab noch irgendwas einstecken. Aber ich hätte gesagt, ich schaufel mal schnell noch hier den Sand. Klack. Und hier schaufel ich ihn auch. Da macht es nichts aus. Hier macht es auch nichts aus. Und da in der Hinsicht macht es was aus, weil mir dann mein Zuckerrohr abgeht. Okay, dann brauche ich noch Lehm. Bestimmt da unten drin. So, das heißt, und ich brauche Kies. Der ist oben drin. Kies, Sand, Clay, Klack. Du gehst rein. Und ja, genau. Seit neuestem macht man das im Tisch. Nee, man stellt jetzt kein Kraut mehr her in so einem Teil da, sondern das macht man auf dem Tisch. Kennt ihr das nicht? Ist aber schade, dass ihr das nicht kennt. Ich kenn's auch nicht. So, okay. Das heißt, wir ziehen jetzt die 8 raus und haben nochmal ein paar Steinchen. So, und dann kommen da nochmal 10 dazu und da nochmal 10 dazu. Ist ja egal jetzt erstmal. So, ja. Ich hab natürlich die erstmal das weg. Und ich muss bald wieder was essen. Verdammt. Das habe ich alles da oben drin. Passend. Okay, das heißt jetzt für mich, der kommt in die Mitte. Links und rechts kommt nichts hin. Drain kommt hier und hier hin. Tisch kommt hier hin. Wasser kommt hier hin. Der Tank kommt hier hin. So, jetzt sind das 9 Stück. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und 5. Jetzt fehlen mir noch genau 5. Nicht wegfliegen. Ja, sozusagen. Die Idee finde ich nicht schlecht. Sozusagen, der Wind trägt das Saatgut weg.